Heino, nach Hannelores Tod, große Sorge um den Sänger. Heino befindet sich in tiefer Trauer, vor wenigen Wochen musste der Schlagerstar den Tod seiner geliebten Frau Hannelore Kram verkraften. Jetzt macht sich vor allem sein Manager Sorgen um ihn. Heino musste vor wenigen Wochen einen großen Verlust verkraften. Seine große Liebe Hannelore Kram ist im Alter von 81 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. In seiner tiefen Trauer steht Heino vor allem einer aktuell zur Seite, sein Manager Helmut Werner. Momentan lebt der Schlagerstar sogar bei ihm, dessen Frau Nicole und Baby Lenny, schon bald wollen die vier sogar zusammenziehen. Wir werden im nächsten Frühjahr alle zusammen in unser Kitzbühler Haus ziehen, weil wir eine gewachsene Familie geworden sind, erklärt der 84-Jährige im Bild-Interview. Manager Helmut Werner hat ein Auge auf Heino. Helmut Werner ist es wichtig, ein Auge auf Heino zu haben, wie er in der ARD-Sendung Brisant verrät. Es ist auch wichtig, dass Heino sich jetzt nicht hängen lässt, weil mit 84 Jahren, wenn du dich da hängen lässt, das könnte auch fatale Auswirkungen haben, erklärt er. Deshalb sei es ihm auch lieber, wenn er wieder auf die Bühne gehen würde, da es wahrscheinlich auch ein Stück Therapie für ihn wäre. Seinen ersten Auftritt nach dem Tod von Hannelore hatte Heino bereits. Wir haben das Programm ein bisschen umgeändert, und Heino wird sich heute eher auf das Singen konzentrieren und nicht auf das Sprechen und nicht auf Zwischenmoderationen. Und ich glaube, das Publikum wird das verstehen, sagt Helmut Werner über Heinos Show. Eins wird sich aber auch in Zukunft nicht ändern, wie sein Manager verrät, er singt für Hannelore, auf jeden Fall. Er hat immer für Hannelore gesungen, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ich habe mich gerade unterhalten mit ihm, er hat auch gesagt, ah, die Hannelore, er sieht sie immer in der ersten Reihe sitzen und so, ja? Und er vermisst sie schon sehr und wir alle vermissen sie. Ich bin ganz begeistert, wie toll er es macht. Er ist sehr, sehr